Nee. Alle ignoriert. Building Blocks. Tell me something I don't know. Ah, okay. Ich dachte, wo ist die Frage? Die Frage ist, just complete this. Alright. Magical snap together. Kiste. Kistenmoment. Kein Kistenmoment, okay. Dann nicht. Burned my shield, idiot. Okay. Danke. Na, die Bogendinger brauchen wir nicht. We are doing that again? Yep, we are. Was passiert, wenn ich so ein Ding... Was würde passieren, wenn ich so ein Ding an eine Waffe ranfuse? Weil theoretisch gesehen verschwindet es dann und ist nie wiederholbar. Must restrict myself not to do that right now. I could think about that more, or I just try. Nein. Yeah. That is... You know what? It's okay. Das neue Tetris hat gute Grafik. It does indeed, yeah. Wo ist Kiste? Es gibt immer eine Kiste in diesen Shrines. Die Kiste ist da. Darf ich die Blöcke nochmal haben? Yes. Danke. Actually, ich darf die Blöcke komplett haben. Interessiert niemanden mehr. Good enough. Falsche Reihenfolge, richtiges Ergebnis. Nice. Zwei noch. Na, Replayer, how is life? Guten Start in die Woche gehabt. Dieselbe Frage geht übrigens auch an alle im Chat. Ich war bisher ziemlich im Game, anstatt Community zu interagieren. But you know, that is okay. Because you don't care, and nor do I.
Life is life. Na na, na na na. Oh, die große Statue, die in Breath of the Wild da war, ist umgefallen. Oh, die Statue ist umgefallen. Well, buckle me timbers. Es ging die ganze Zeit dahinter weiter. Shocking, I know. Wie laut kann man Sages schreien, ohne es zu sagen? Das ist auch so neue Architecture hier. Okay, spätestens die Blumen haben es verraten. Den da haben wir. Das ist der Rauru. Da sind wir gerade. Wenn ich schätzen müsste, das ist der Tempel hier. Eigentlich. Sehr schwer zu interpretieren, wer das ist. Das könnte mit sehr viel Interpretation Ganon sein. Das ist offensichtlich ein Stein. Das ist, das haben wir schon gefunden. Das ist die, Säbel von einem der Gerudo. Das ist eine Schneck. Das ist die Nintendo Switch. Und das ist das Master Sword. Das ist dann wahrscheinlich, wo die Symbole aufgeploppt sind. Ah, Schloss Hyrule ist auch eingezeichnet, nur etwas kleiner. Impa ist 123 Jahre alt. At least. It is near Ritu Village. Okay. Okay, warte. Seht ihr meine Maus? Ja, hat recht. Wir sind da. Da ist der Forgotten Tempel. Wir sind nördlich von dem Ding. Dann ist Ritu tatsächlich da drüben. Okay. Da hinten ist noch Text. A tear with a tear. Within a tear, in a tear, in a tear, in a tear, in a tear. Runtime exception. Ich habe eine Vermutung, wo ich rauskomme. Das ist nicht, wo ich dachte, dass ich rauskomme. Ich habe überhaupt nicht realisiert, dass ich unten lang gehen kann. Oh, und das ist aber nicht sonderlich spektakulär, weil wir kommen einfach nur oben wieder raus. You know, not all things can be something. Psych! Das ist, was die wollen, dass du denkst. Where? Oh, das ist weit oben. Yep. Actually, where I thought we would end up. Oh, der Painter, dude. What the fuck are you painting, my guy? Oh, mein. Oh. Das ist das Zebra Labyrinth. Aber diesmal oben. Because why not?
Ich kenne dich aus dem letzten Spiel. Oh. Kenne ich, aber die sind ewig weit oben. An eins bin ich reingekommen, aber da war nichts, außer Text, den ich lesen kann. Nicht hilfreich. Da ist unser Mr. Help me, I am challenged. Mentally. Bleib mal genau da stehen, mein Junge. So. Teil 1 ist fertig. Aber wir wissen alle, dass der Typ das nie im Leben auch eine andere Weise gerade erhalten kann. Deshalb. Supplementäre Ergänzungen. Jetzt perfekt. Möchtest du bitte mit mir reden? Addison. Danke. Amazing. Fucking Idiot. 20 Euro, ein Stück Food und... Sleepover Ticket. Come on. Na, Bombflower. That's alright. That is alright. Wait a second. Also ja, grün ist ein Tower. Das ist richtig. However, grün ist nicht der Tower, wo ich hin will. Da hinten ist mein roter Marker. Da weiß ich, dass Rito Village ist, einfach weil ich habe Breath of the Wild gespielt. Aber das antwortet leider nicht ganz meine Frage, wo ich hin will. Kann ich dich reiten? Ich glaube nicht. Aber ich kann dich essen. Und oh shit, siehst du gut aus. Auf dem Teller. My favorite kind of animal. Meat. Okay, noch reicht sogar unser Protective Gear. Aber wir haben ja in den News Reports gelesen, dass es in Hebra so unglaublich scheiße kalt sein soll derzeit. Ich gehe davon aus, je weiter wir Richtung Rito Village vorgehen, desto kälter und kälter wird es. Which is totally fine, because I have food. Cold Protection Food. Was? Wie ist es eigentlich, wenn man in eine Gewitterwolke geht? Ist man da relativ safe oder ist man da eher komplett fucked? Asking for a friend, of course. I would never. Wo ist der Frog? Frongus! Don't mind me, I'm just taking a picture of this wonderful mushroom.
Aha. Oh, Feen auch. Bitte verjagt nicht meine Feen. Nice. Komm her. And I've jumped too high. Das hat gereicht. Kiltons Bruder hat gesagt, er ist in Terrytown. Ist jetzt nicht unbedingt gleich um die Ecke, aber sooner or later werden wir da mal vorbeigucken. Weißt du, irgendwas zu bringen? Ja! Die sind für Kiltons Bruder. Ich habe mir leider seinen Namen nicht gemerkt. Also dem Typen, der die Monsterparts immer haben wollte, das war Kilton, aber sein Bruder ist neu. Und der will die Dinge haben, weil er Satori werden möchte. Also der Nature God. Don't ask me how that works. He pays, I bring. I'm not one to ask morals. If someone can pay me, I have no problem giving them 50 tons of ionized radiation. Ah, welches Instrument möchtest du haben? Lass mich überlegen. Das Banjo. Ein Horn. You know, von allen Sachen, die ich bisher gehört habe, ein Horn ist eigentlich am einfachsten zu holen. Eigentlich. Du siehst wirklich, wie das hier das Stadtgebiet ist. Weil hier waren normalerweise, Leunel und blaue und schwarze Gegner in Breath of the Wild. Hier, Standort Rot. Feel free to go wherever you want. Kurze Zollkontrolle. Okay. Danke. Wurde vermerkt. An wie vielen Koroks meint der, bin ich mittlerweile schon vorbeigelaufen? Nein. You know what? Nein. I will not try speaking the names. They name may me not leave my lips. Die sind noch viel schlimmer als fucking Chica Shrines. Da konnten wir zumindest noch ansatzweise versuchen, was Japanisch auszusprechen. Das hier? Ne. The courage to fall. Oh, I can do that. I can also fail. Okay. Coole Laser. Steh auf. Wunderbar.
Kistenmoment. Da wäre ich gestorben. Cool. Wir sollten uns daran gewöhnen, keine Feen zu haben. Amazing. Sturdy Long Stick. Gut. What exactly is your plan, my boy? Ich wünschte so sehr, man könnte sich aussuchen, ob man Feen verwendet oder nicht. Die Frage bleibt trotzdem, für was genau sind die Laser da? Alright. I gotcha. Aber ist das nicht komplett egal? Like... Why? Ist das nicht basically, dass man aus den useless Ding, das du machen kannst, mich nach unten fallen lassen? Ah, wir kommen zum Problem. Der Ball muss auch raus. Waffe? Nicht mit Bogen draußen spielen. Mit Bogen kann man nicht an defenden. Nicht ausweichen, so rum. Und nicht defenden. Ist beides richtig. Nope. Yep. What exactly is my plan here? Okay. I get it. But I don't get it. Oder besser gesagt, ich weiß grundsätzlich, was das Spiel vorhat. Aber ich habe keinen Schlüssel dafür. Zu hoch. Nicht Zufall. Alright, dann. Just bring me down deeper, I guess.
Ich gehe mal davon aus, hier ist wirklich Abgrund. Und hier ist wahrscheinlich der Schlüssel drin. Richtiger Abgrund. Who would have known? No one. Only the level designers. Man kann die Tür nur von einer Richtung aufmachen. Thank you. Come on. Na komm jetzt. Gib ihm. Ist drauf. Good enough. Fast runtergefallen. Anyway. Meint ihr im Untergrund, also im Chasm ist es auch mega kalt? Meint ihr im Untergrund ist es noch kälter? Warte mal, müsste es im Untergrund nicht wärmer sein? Also ich meine, klar, Erdwärme existiert, aber... Ich meine, wir sind tief unter der Erde, aber wir sind jetzt nicht so mega tief unter der Erde. Ich glaube, das funktioniert nicht gerade. Naja, also vielleicht, wenn hier oben in Hebra, keine Ahnung, so minus... Wie warm ist es? Minus 9 Grad. You know, this is actually pretty okay. Look at that. Oh, zwei Sachen. Erstens, okay, never mind. Das ist eh nicht weit weg. Das sah gerade so aus, als wäre es relativ nah dran. Aber da ist Kilton. Gerade nur über den Jungen geredet. Da ist er. How are you doing, my boy? Oh, es ist nicht Kilton. Es ist sein Bruder. Oder? Ja, ist sein Bruder. Kilton, genau. He's having a crisis. Zu welchem Stall ist der bei Hebra? Yes, he eats them. Danke.
Muss ich die holen? Also ich habe ja nicht wirklich eine Möglichkeit. Ja, okay, nehme ich. Es klingt halt wirklich, als würdest du auf so extrem dünnes Glas beißen. Die Kristalle tut er in seinem Mund einfach schnell zerkauen, dann hat er Meth in seiner Fresse. Thank you. Yes. I don't know what it is, but I want it. Willkommen zur Most Literally Pay-to-Win-Aktion, die das Spiel hat. You have a billion rupees, you don't die. Er hat noch die Hose und das Kopfbedeckung. Ja, das ist basically die Bubbly Gem-Kram-Dinger. Ne, die verlieren ja auch, wenn du die mit dem Pfeil abschießt, die lassen Geld fallen. Immens. Basically pay to win. Was los? Lizard. Even worse. Okay. Noted. Ja, ja, kenne ich. Noch was? Ah ja, The Lucky Gazette kommt ja von Rito Village. Also wir kommen basically an der News-Abteilung vorbei. Das ist Weed. Ich habe kein Weed. Sonst hätte ich ganz viele andere Sachen gemacht schon. Ob es das Reckengewand wieder gibt? Ja, definitiv. Ich habe es literally auf meiner To-Do-Liste stehen. Das Tunic-Gewand in verbesserter Form ist im Thronraum von Hyrule Castle und man braucht Fackeln, um es freischalten zu können. Also, Torches are the key. Do I have any gems in my pocket? No. Alright, great talk. I require a horse. Wie schaut's foodtechnisch aus? Geht so. Erst horse. Es gibt dir das Stuff. Oh, sorry, nee, das, Gib Q. Ich wollte nicht das eine komische Pferd, was hier rumsteht, registrieren. Das war nicht, was ich wollte. Bring Pferd. Thank you. Ja, ja, ich weiß, wo Rito Village ist. Danke. Danke. Scheiße, das ist kein Kochplatz. Das ist ein Kochplatz.
Ich hätte ganz gerne so ein paar kleine Mini-Sachen zum Healen. Basically perfect. Ich habe genau 4 Herzen. Alright. Healing. Done. Doggo hat Kreislaufprobleme. Nächste Agenda ist zu realisieren, dass das Pferd nicht das macht, was ich denke, dass es tut. Pferd. Bitte. Pferd. What the fuck, Pferd? Anyways, next up, das da. Wir kommen auch hier dran vorbei. That's nice. Ich gehe mal davon aus, über mir ist eine Insel. Kann man allerdings schwer sagen, wenn ich keine Karte dafür habe. Und von den Dingern will ich ein bisschen was mitnehmen, weil früher oder später, wenn ich nach Death Mountain gehe, werde ich sehr viele davon brauchen. Moment, das ist absolut falsch, was ich gerade sage. Das ist nicht, dass ich... Genau, das ist nicht, dass ich eine Hitzeimmunität bekomme. Oder... Das ist nicht mal Fire Resistance, das ist nicht mal Heat Resistance. Das ist einfach nur Attack Up, während es kalt ist. Großer Unterschied. Also ich suche eine andere Pflanze. Wahrscheinlich, naja, also Ice Shrooms weiß ich, dass sie funktionieren. Aber, yeah, Ist dreimal Heat Resistance Fire Resistance? Nee, ne? Oder? Nee. Ach, whatever. Okay, Pferd. Du schaffst das. Warum ich das nicht mache? Weil ich 7 davon habe, wenn ich mich nicht täusche. Ist richtig. 1 mehr noch. Dann kann ich mir 2 holen. Oder denkst du, ich gehe mir 1 holen und dann 20 Millisekunden später nochmal 1? Also ja, es ist kalt, aber es ist jetzt nicht so unglaublich kalt. Aber ja, das Wetter ist, wenn ihr es euch mal anguckt, hardlocked auf Schnee. Danke. Which cave? Every cave, my boy. Every cave. Not which cave. Warte, da war er. Der eine Moment, wo es funktioniert. All I needed to know. I see what the game wants from me.
Aber zählt das, was ich hier mache? I guess. Also anders kann ich es ja nicht verbinden, außer so. Ja, mein unterer Teil bewegt sich halt nicht. Aber man sieht ziemlich klar, wie man eigentlich dahin kommen soll. Bitte sag mir nicht, du willst nach da oben. Nach da oben! Wait. Don't interrupt me, I'm having a brain blast. Wenn das funktioniert, dürfte das sehr lustig werden. Aber ich gebe euch einen Tipp, was meine Lösung ist. Wir haben sie heute schon mal verwendet. Und wenn man immer das Altitude gibt, wird das wahrscheinlich meine Go-To-Lösung sein, wie man dieses Rätsel löst. Write in the comments how you think I will tackle this challenge. There are no comments on Twitch. So just think about it. So. Na? Pass mal auf. Das ist ein Bogen. Das ist ein Pilz. So, Rätsel gelöst. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Also ich meine, für ihn dürfte es noch funktionieren. Ja, hat's ruiniert. Ich habe den Pilz leider weggekickt damit. Well shit. Aber ja, ungefähr so. Ich wollte nur selber auch noch mit. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, was mich hat, was das Ganze greedy gemacht hat. Aber ja, wir setzen das einfach so, schießen den Pilz da runter und dann dürften wir eigentlich 1:1 mit darüber kommen können. Ich hätte so ein kleines Mini-Ding zwischendrin einbauen sollen, damit... Actually? Wait, warum mache ich das nicht eigentlich? Ich mache einfach so. Okay, das... good enough. Ich wollte sowas aber halt noch eigentlich viel weiter oben haben, aber... Meh. Not quite.
Und das hätte ich jetzt normalerweise oben drauf setzen sollen. Tja, Korok. Ich müsste irgendwas runterwerfen. Also, mit den meisten Fällen geht's. Mit dem Korok alleine wird es definitiv gehen. Aber ich selber will halt auch noch hoch. Das ist ein bisschen, unsinniger macht, dass ich den Weg jetzt zum dritten Mal hochgehe, aber jetzt geht es mir ums Prinzip. Ich möchte halt, dass der Gegenstand, den ich runterschmeiße, den Rest mit hochnimmt. Problem ist, er darf sich nicht drehen, denn in der Drehung kann er den Untergrund nicht mitnehmen. Es müsste also im Optimalfall etwas sein, was direkt dann in der Plattform stecken bleibt. Und dann kann ich den gesamten Ding mit Plattform mitnehmen. Irgendwas Besseres als Mushroom? Nee, definitiv nicht, Alter. Mushroom ist König. Na, es gibt nichts Besseres als Mushroom. Mushroom ist die Lösung. Na! Warum einsammelst du da? Ich krieg zu viel. Wood ist ein ziemlich großer Gegenstand. Nicht sonderlich schwer zu bekommen. Und am wichtigsten, er rollt nicht allzu viel. That could work. Ich weiß, ich verschwende schon wieder Zeit. Holy shit, es ist kurz nach 11. Aber trust me. It will work. Eventually. As all things will. Alles klar. Dir viel Erfolg dann. Und eine schöne gute Nacht. Guck dir das an. Actually insane. Das ist nicht so schlimm. Denn es war einmal oben, which is all we need. Es muss nur einmal oben gewesen sein. Danach ist alles zu spät. Okay, wir merken uns, Holz funktioniert besser. Oder der nächstbesten Gegenstand, den wir finden, der sehr groß ist. Und wo es nicht unbedingt extrem kacke wäre, wenn wir ihn verlieren.
Weil ich habe ganz kurz über die Ninja-Schuppe nachgedacht oder über irgendein Hinox-Zeh oder sowas. Aber davon haben wir nicht viel. Und die sind relativ teuer. Aber ein Stück Holz hast du immer dabei. Anyways, das hat mich wieder viel zu viel Zeit gekostet. Ich frage mich, warum ich kaum Progress mache in dem Game. I'm enjoying it. That's why. Eigentlich müsste die gesamte Visage jetzt so voll aus Schnee sein. Viel Spaß beim Mappen, denn ich sehe gar nichts. Finde heraus, warum es unglaublich kalt ist. Ah, da sind wahrscheinlich die Luftschiffe, die man aus dem Trailer gesehen hat. Ja, haut hin. Big Feuer. Okay. Noted. The Rising Island Chain. Hebra Mountain Sky. Huh. How do I use a boat? Wir sind genau unter Laputa. Ich meine, unter dem Blizzard. Oh, alright. Die Boote verwenden wir, indem wir sie nicht wie Boote verwenden. But of course, how did you know? Well, ich war kurz davor zu sagen, hoffentlich fallen wir nicht komplett runter. But you know, worth it. Maya Umemiki, whatever. Ja, Name, ne? Kennt ihr. Habt ihr schon mal gehört. Downward force. Some people call this gravity. Okay. Introduction into Schalter. Das Zeit-Rewinden scheint übrigens auch, also dafür, dass wir halt limitiert sind, wo wir hingucken können, scheint kein Limit zu haben, wie weit entfernt wir es verwenden können.
Und wenn es ein Limit gibt, dann ein verdammt weites. So nice style, Bow. Sehr schön. Kannst liegen bleiben. Ja, fuck. Kistenmoment. Not yet. Ich wollte gerade sagen, wenn ich langsam drauf lande, dürfte nichts passieren. Okay. Okay, cool. Fall einfach runter. Gar kein Problem. Warum auch stehen bleiben? Literally schneller runterzufallen, als zu suchen, irgendwo zu fliegen. Ah, ich habe nicht hinten rangeführt, aber könnte da ein Schalter gewesen sein oder so? Ja. Aber wo Kiste? You know what? I don't think. In der 100% Definition bei speedrun.com für Breath of the Wild waren die Kistendinger nie Teil von 100%. I don't know why, but it never was. Nor will it be in this game. For me. Prost. Ah yes, my favorite place to be. Right there. You know, I could explore more, aber ich habe das Gefühl, das hängt alles zusammen. Which means, I will not do it now. Aber ich bin sehr dankbar für den Checkpoint, den wir haben. Fast Travel, Entschuldigung. Das da kann übrigens mittlerweile mal weg. Wir gehen als nächstes zum Gelben. Es ist immer noch nicht unendlich kalt, wie ich es die ganze Zeit vermute. Ist okay warm, würde ich nennen.
Oh no, wir müssen einen kurzen Zwischenhalt machen. Nicht wegen denen da. Guck dir das an, da ist ein roter Bosbokoblin. Ich komme literally gerade aus dem Ort, wo ich einen Schwarzen mit einer ganzen Armee dazu besiegt habe. And you tell me I was not in the wrong place. Korax? Keine Korax? Huh. Well, I definitely blew this one. You can literally brute force him. Ja, ich glaube, wir sind in der richtigen Umgebung. Ja. You might want to put this somewhere. Produces a strong wind.